Diesmal hatte ich die Gelegenheit, zwei Baureihen 24 von Märklin zu vergleichen. Eine ältere Variante und eine neuere Variante. Was ich da für Eindrücke gesammelt habe, das erfahrt ihr von mir in diesem Video. Aber vorher habe ich nochmal was in eigener Sache. Ich habe die Baureihe 74 auseinandergenommen, die in dem vorletzten Video sich im Grunde genommen komplett aufgelöst hat, in dem der Decoder von mir gegrillt wurde mit dem alten blauen Transformator. Ich habe die Lokomotive geöffnet und festgestellt, dass der Decoder nur auf eine Platine gesteckt ist. Leider konnte ich den Decoder bis jetzt hier nirgends als Ersatzteil finden. Deswegen, wenn irgendjemand von euch einen solchen Decoder zu viel hat, abzugeben hat oder weiß, wo man einen zu einem vernünftigen Preis bekommt, dann wäre ich für jeden Tipp sehr dankbar. Ich präzisiere das Ganze aber nochmal, natürlich einen funktionierenden Decoder. Denn einen kaputten Decoder habe ich ja selbst. Das Ganze sollte dann nicht mehr als 20 Euro kosten. Da ich für die Lokomotive selbst nur 65 Euro bezahlt habe, sonst steht das Ganze für mich nicht im Verhältnis. Wenn das teurer wird, dann lasse ich die Lokomotive lieber stehen. Hier habe ich den Decoder nochmal im Bild, und zwar ist es die Nummer 146871 von Märklin. Und das ist wohl der genau passende Decoder für diese Platine. Dann würde ich die Lokomotive wieder zusammensetzen und das Video, was ich letztens machen wollte über die beiden Baureihen 74, dann natürlich nachholen. Und hier habe ich den Decoder wieder auf die Platine gesteckt und ihr seht, dass da auch nicht viel Platz ist für große Experimente, sondern das Gehäuse kommt jetzt oben drüber, was jetzt hinten flach liegt. Der Spalt oben ist genauso breit, das heißt, ich kann jetzt hier auch nicht irgendwas anderes einlöten oder rumbasteln, sondern ich würde dazu neigen, den Originaldecoder wieder einfach einzustecken. Das wäre die einfachste Lösung. Und nachdem der blaue Transformator den Decoder von der Baureihe 74 gegrillt hat, habe ich mir einen solchen weißen Transformator bestellt. Mit dem soll das ja angeblich nicht mehr passieren. Den Beweis trete ich jetzt hier in diesem Video an. Hat bis jetzt alles geklappt. Und jetzt kommen wir zur Baureihe 24. Hier haben wir dann die erste Variante von der Baureihe 24. Man kann ja schon fast sagen, einer der Klassiker von Märklin, die Nummer 3003. Bis 1956 wurde die Baureihe 24 von Märklin unter der Nummer FM800 geführt. Seit 1956 hat sie offiziell die Modellnummer 3003 bei Märklin bekommen. Es gibt dabei zahlreiche Varianten und Versionen. Bei dieser Lokomotive hier handelt es sich schon um die 10. Version. Diese wurde gebaut von 1978 bis 1985. Und hier ist dann die zweite Variante der Baureihe 24 von Märklin Nummer 36240. Diese stammt wohl aus einem Anfangsset, deswegen habe ich auch keine einzelne Packung, sondern nur diese Glassichtverpackung, in denen die Lokomotiven immer drin sind. Das Modell 36240 ist zum ersten Mal ab 2008 im Katalog aufgetaucht und wird so einige Jahre unverändert gebaut. Hier habe ich die beiden Lokomotiven dann mal nebeneinander gestellt. Ich denke, mit die augenfälligsten Merkmale sind einmal die Räder. Bei der neuen Lokomotive sind die Räder einen Tick größer, wirken wesentlich feiner. Das Antriebsgestänge ist wesentlich feiner, wobei einige Teile hier aus Kunststoff sind. Bei der alten Lokomotive ist das noch alles komplett aus Metall. Dann haben wir bei dem neueren Modell eine Durchsicht zwischen dem Kessel und den Antriebsrädern, was bei dem alten Modell noch komplett vergossen ist. Bei dem neuen Modell ist dann übrigens auch der Kessel aus Metall. Bei der alten Lokomotive ist das Gehäuse oben komplett aus Kunststoff. Bei dem neuen Modell haben wir dann auch noch eine Führerstandsdurchsicht, der ist komplett frei. Und bei dem alten Modell ist das noch komplett ausgefüllt. Der optische Eindruck für mich ist, dass die neuere Variante wesentlich filigraner wirkt. Aber links das alte Modell ist einfach der robuste Klassiker, wie ich ihn noch aus meiner Kindheit kenne. Hier haben wir dann die beiden Lokomotiven bzw. die beiden Tender von hinten. Links wieder das alte Modell, damals noch mit einfachen silbergefärbten Rückleuchten, ohne weitere Funktion. Auf der rechten Seite mittlerweile ein Dreilichtsignal, das Ganze in LED-Beleuchtung und mit der Fahrtrichtung wechselnd. Bei der alten Lokomotive war die Rückseite dann leider einfach dunkel. Auch hier bei dem neuen Modell an der Tenderrückwand dann wesentlich mehr kleine und feine Details, die bei der alten Variante noch komplett fehlen. Und bitte entschuldigt die leichte Unschärfe bei den Einstellungen. Habe ich leider erst gemerkt, wie ich das Video geschnitten hatte und hatte die Sachen schon komplett abgeräumt.
Deswegen habe ich die Szene hier nicht nachgedreht. Bitte um Nachsicht. Die beiden Lokomotiven dann in der Frontansicht. Links die alte Variante mit den noch relativ klobigen Leuchten. Und auch die Befestigung der Windleitbleche im oberen Bereich ist auch relativ massiv ausgefallen. Das ist auf der rechten Seite dann wesentlich feiner gelöst bei der neueren Variante. Auch unten zwischen den Puffern, die Details fehlen bei der linken alten Version leider komplett. So dass ich auch hier sagen muss, dass das neue Modell doch wesentlich feiner ausgearbeitet ist und sich da bei Märklin einiges getan hat. Und hier die beiden Lokomotiven in der Unteransicht. Hier erkennt man, dass das neue Modell mit dem alten überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern dass das komplett neu konstruiert wurde von Märklin. Und dasselbe gilt für die beiden Tender, wie ihr hier von unten sehen könnt, denn die haben auch von der Konstruktion gar nichts mehr miteinander zu tun. Dann die beiden Lokomotiven mit abgenommenem Gehäuse. Links die alte Variante, so wie man die Technik von früher erkennt. Eine Schraube oben im Dampfdom und die ganze Lokomotive lässt sich auseinandernehmen. Auf der rechten Seite eine neuere Version. Motor und so weiter befindet sich in der Lokomotive. Der Decoder befindet sich dagegen hinten im Tender. Deswegen ist es auch eine mehr oder weniger feste Verbindung zwischen den beiden Einheiten. Den Tender habe ich allerdings nicht aufgemacht, sondern habe ihn zugelassen. Das Gehäuse der Lokomotive abzunehmen war dann auch ein bisschen komplizierter. Eigentlich nur 4 Schrauben, aber 2 von diesen Schrauben sind sozusagen unter den Treibrädern versteckt und ich musste aufpassen, dass ich mit dem Schraubendreher hier nicht irgendwelche Bremsbacken abbreche. Und ich befürchte, wenn man das öfters macht, dass das ohne einen Schaden am Gehäuse bzw. den Bremsbacken oder am Gestänge zu hinterlassen, ganz, ganz schwierig wird. Aber dafür sind die ganzen feinen Details an der Lokomotive halt dran. Dann habe ich mir den Spaß gemacht, diesmal die beiden Lokomotiven zu wiegen. Hier erst die neuere Variante. Dann kamen wir hier zusammen mit dem Tender auf 284 Gramm. Wie gesagt, der ist sowieso mehr oder weniger fest verbunden, deswegen habe ich das beides zusammengewogen. Und hier die 3003, habe sie auch zusammen mit dem Tender gewogen, damit das hier die gleichen Voraussetzungen sind. Und das war für mich ein bisschen eine Überraschung, weil wenn man die Modelle in die Hand nimmt, hat man das Gefühl, dass die 3003 wesentlich schwerer ist und nicht nur 14 Gramm Unterschied macht. Aber wahrscheinlich ist bei der neueren Variante ziemlich viel Gewicht im Tender hinten drin, sodass das so ein bisschen ausgleicht. Aber die Lokomotive selber hätte ich die alte Version für wesentlich schwerer geschätzt. Dann habe ich die beiden natürlich fahren lassen. Hier zuerst die 3003, die alte Variante, mit den typischen Märklin-Lokomotivgeräuschen auf den Blechgleisen. Da ist jeder Sounddecoder vollkommen überflüssig, reicht völlig aus, die Lok einfach nur fahren zu lassen. Und sie zieht hier auch absolut zuverlässig ihre Runden, fährt schon bei geringer Spannung an und es macht einfach Spaß, die Lokomotive fahren zu lassen. Hier ist dann die neuere Ausführung unterwegs. Das Geräusch ist dann schon eher leicht gedämmt, hört sich eher nach Kunststoff an, das Ganze. Die Lokomotive braucht ziemlich viel Saft, um sich im Analogbetrieb hier in Bewegung zu setzen, sodass es leider nicht möglich war, die beiden Lokomotiven hier als Doppeltraktion fahren zu lassen. Denn bis sich die neuere Variante bewegt hat, war die alte 3003 schon über alle Berge bzw. hatte eine Geschwindigkeit wie ein TE. Und deswegen konnte ich die Lokomotiven auch nur einzeln aufnehmen bzw. fahren lassen. Deswegen gibt es jetzt heute keine Doppeltraktion. Die Lokomotive selbst fährt aber auch sehr gleichmäßig im Analogbetrieb, lässt sich wunderbar steuern und macht überhaupt keine Probleme. Braucht halt einfach nur wesentlich mehr Strom als die alte 3003. Für die meisten, die sich für die neuere Lokomotive interessieren, ist das wahrscheinlich uninteressant, weil die meisten werden wahrscheinlich sowieso digital fahren, sodass man dann ja individuell die Geschwindigkeiten der Lokomotiven anpassen kann. So, das war's von mir für heute mit dem Vergleich der beiden Baureihen 24.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr. Und bis gleich.